Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir uns dran gemacht, unsere Waffe, unsere neue harte Waffe zu verbessern, um damit endlich Rache an den Robotern zu haben. Leider waren die Roboter nicht vom Haus, deswegen sind wir einfach mal direkt reingegangen und wir befinden uns da drinnen. Und da drin ist irgendwie ein Rätsel. Ich check's noch nicht ganz, aber wir werden es vielleicht lösen. Viel Spaß. Ah, hier geht's runter. Vielleicht finden wir hier die Waffe. Dann gucken wir mal, was... ich würde wahrscheinlich gleich einen Roboter rumchillen. Also wir werden die Plasma-Waffe mal rausholen. Auch wenn es Plasma ist, aber... Ein Roboter kann auch schmelzen. Orsons Labor entdeckt. Wartungsprotokolle, Woche 1. Die Patrouillenroute von 06 verlief zu nah an den Gehegen der experimentellen Subjekte entlang. Jetzt sind die Servos seines Waffenarms in Raptor-Greifen Jetzt sind die Servos seines Waffenarms mit Raptor-Geifer zugekleistert. Einen Ersatzarm haben wir nicht auf Lager, also haben wir jetzt wohl alle anderen Ersatzteile einmal mehr. Zumindest arbeiten 12 und 17 noch einwandfrei. Jemand hat versucht, die obligatorische Kundeninformationsbeschaffung, Beschallung von 17 auszuschalten. Stattdessen hing sie auf maximaler Lautstärke fest, bis wir das Ding auf Werkseinstellung zurückgesetzt haben. 12 wies heute eine ernstzunehmende Fehlfunktion auf. Porter hat aus Versehen einen der Wandsensoren ausgelöst, also hat das verfluchte Ding alle Anwesenden für Eindringlinge gehalten und das Feuer eröffnet. Wir haben es jetzt abgeschaltet und für die restlichen Einheiten neue Verhaltungsmodule von der Zentrale angefordert. Keine Antwort, was die Verhaltensmodule angeht, also drücken wir erstmal Däumchen, dass niemand, drücken wir die Daumen, dass niemand eine Wand hochjagt. Ist die Frage, welche Roboter meinten die? Warte kurz, gut, warte kurz. Nein, das war nicht so gut. Ich bin aber weg. Waffe ist leider nicht so gut, wie ich dachte. Wir brauchen halt eine Schockwaffe. Plasma ist für den Arsch. Kannst mich ja nicht mehr treffen. Noob. So, war hier noch einer? Ich weiß es nicht. Schwören können, ich habe drei gesehen. Präzisionsspektrum-Vergrößerungs-Monolinse. Ist das ein Wertgegenstand oder ist das, was ich verwenden kann? Scheiß auf Tagebuch. Wo ist das denn jetzt hin? Oh! Kleidung, Technik. Wenn sie meinen Charakter nicht verändert hätten, wäre das cool. Arschlöcher. Die beste Schutzausrüstung, wenn man sein Augenlicht auf keinen Fall verlieren möchte. Ja, das eine Auge. Super. Neuwertig. Oh, nice. Na gut. Das jagt dich hoch. Wäre schön blöd. Ja, mehr Dietriche. Aber wo ist die Waffe, von der sie geredet haben? Die hätte ich ehrlich gesagt ganz gerne. Vielleicht bin ich blind. In solchen Spielen bin ich meistens blind. Oh. Detaillierte Zeichnung einer hochwertig hochentwickelten Pistole. Änderungen und Kommentare über Decken des Schema sind aber größtenteils unleserlich. Bis auf den Namen Orson Shaw in einer Ecke. Die technische Zeichnung bildet eine Phlogisynotron-Pistole von einer Marke namens Force ab. Diese stammt nicht aus der Halcyon-Kolonie, nicht aus den Plänen abzulesen ist, was ein hast du nicht gesehen eigentlich ist oder tut. Achso! Vulkanische Arme. Achso, Orson wollte. Ah, Orson wollte die Pläne. Ach Mann. Ich dachte, das ist eine Waffe für mich. Jetzt haben wir nur Orsons Auftrag erledigt. Schade. Aber gut. Wir haben die Waffe getestet und sie für gut befunden.
So viel kann ich sagen. Jetzt kommen wir auch endlich wieder voran. Ich meine, ich hätte auch die anderen Waffen upgraden können, bis zum geht nicht mehr. Aber es kostet halt verdammt viele Münzen. Bits, sorry. So, okay, bevor wir jetzt aber zu Unreliable zurückkehren. Schrottsammler im All. Dr. Wanda, Gladys von Orsonshaw. Gehen wir zu Orsonshaw und auf dem Weg dahin haben wir etwas zu erledigen. Oder einige zu erledigen. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder vorankommen. Ich hatte echt schon Angst, dass wir es nicht schaffen, stark genug zu werden, um voranzukommen. Naja, die Mistviecher müssen wir jetzt noch erledigen, also ist jetzt noch keine hundertprozentige Aussage, dass wir überhaupt weiterkommen. Muss mich ganz genau hier umschauen. Da, guckt euch diesen Spacko an, da hinten. Er ist was Besonderes. Ja, du bist besonders tot. Jetzt laufe ich weg. Oh, hi. Na, bin ich zu weit weg für euch? Nein, bin ich nicht. Ihr spuckt mich einfach nur an. Ja, eine hübsche Waffe. Sie gefällt mir. Aber ich wette, wir kriegen noch bessere. Aber es waren nicht die, die hier rumgelungert haben, ne? Die da, mit denen ich Probleme hatte, die waren ja da hinten. Und mit den Robotern hatte ich, glaube ich, auch Probleme. Aber es ärgert mich, dass ich mit Bits aufrüsten muss, meine Waffe. Ich bin viel zu geizig dafür. So, den Dicken müssen wir loswerden, ja? Erstmal die Kinder. Okay, das ging schnell. Ich bin weg. Oh Gott, das sind Hunde. Ich muss in die Richtung. Ich muss die Hunde gleich noch ausschalten, damit ich einen Rückzugsort habe. Leute, ich weiß, wir könnten jetzt einfach weitergehen, aber es geht hier um Rache. Es geht hier einzig allein um Rache. Es geht nicht darum, weiterzukommen, nicht? Nee. Die müssen sterben, die müssen leiden. So wie der Köter da, den ich nicht getroffen habe. Das sind durchschlagende Kugeln. Habe ich das gesehen? Ich habe den hinteren mitgetroffen. Sowas sieht man selten in Spielen, ne? Durchschlagende Kugeln. So. Da seid ihr Schweine, ja. Der Staunste, wa? Rache! Hahaha! Was hast du davon, ne? Jetzt wirst du erstmal getiebackt. Falscher Knopf. Ja, 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 wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Hä? 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 In den Mund, Alter, in den Mund. Sorry, aber ich bin rachsüchtig. So, wir könnten auch zu Antibiotics, aber das sparen wir uns mal kurz. Geben wir erstmal die Waffe ab und freuen uns, dass wir stark genug sind für diese Gegend hier. Jetzt wäre ich diese Waffe, die hat echt viel gebracht, sonst hätte ich sehr, sehr viele Bits ausgeben müssen, um meine anderen Waffen stärker zu machen. So. Wo ist der Schnösel? Da. Nee. Wo ist deine verdammte Eingangstür? Da. Jemand gesehen? Hä, wo ist der Typ? War der nicht hier? Hä? Oh, er hat mit angesehen, wie ich seinen Apfel geklaut habe. Ich habe ihn nicht gesehen. Ohne Sekunde. Düfteln. Plus 9 Schaden.
Aber nicht schon bei 150? Ja, doch bei 150 Schaden. Doch klar. Wieso steht da rechts Schaden 153 zu 162, aber dann steht hier, dass wir nur 130 machen? Warum? Weil sie kaputt ist? Ist es, weil sie kaputt. Nee, das ist doch nicht, weil sie kaputt ist, oder? Ich dreh durch. Oh Gott, der hat ein Viertel. Oh Gott. Je kaputter er ist, umso weniger Schaden machen wir. Aber mit dem machen wir doch rein theoretisch 200 Schaden. Wieso hat das niemals mit dem funktioniert? Mit dem Bergungshelfer? Weil rein theoretisch kann ich den noch upgraden, oder? Ja, tatsächlich. Wie viel Schaden würde ich dazu bekommen? 4,4, das ist ja nix. Ja, gut. Das sind 20 Schaden mehr eigentlich. Spezialeffekt ist Bluten. Und es ist Korrosion. Also, es ist eigentlich gut gegen Roboter. Müssen wir gucken. Ich upgrade das Ding jetzt mal. Scheiß auf meine Bits. Manchmal muss man Dinge ausgeben. So. Alter, 66 mal 6. Was ist denn los? 3 mal die 6. Die Hölle ist ausgebrochen. Wir gucken mal, ob das mit dem Korrosionsschaden gleich funktioniert. Oh, hello. Why do you seem familiar? Have we met? Natürlich have we met. Nein, wer bist du noch mal? I am Orson Shaw, Chief Behavior. Wait. Yes, I'm quite sure we've met. My apologies. Have you retrieved my schematics yet? Ja, hier sind sie. What a relief. You hold months of work in your hands. Kriege ich die Waffe mal zu sehen? Moment mal, Force-Waffen sind illegal. Warum hast du die nicht abgegeben, als du sie gefunden hast, hä? Anton would have just given them to Porter without a second thought. What a waste of potential that would have been. Verdammt. Wie viel ist dir mein Schweigen wert? Diese Pläne sind ziemlich wertvoll. Damit könnte ich eine Menge Geld machen. Ja, ich will das machen! Es ist dein Boss. Das ist seine Entscheidung, nicht deine. Perhaps so. However, so as not to dwell on the past, I'll thank you to keep this between us. Now, if you wouldn't mind returning them to me. Ja, gut. Ich kann's nicht abbrechen. Ich kann's nicht abbrechen. Now, I'll just attach this here, bit of glue, a little elbow grease. Voila! I can finally call this little side project complete. Thank the law. Oh. I can't be caught with this. You take it. If R&D buys the schematics from me, perhaps I'll get you the first model, hot off the presses. I'll, call you? Yes, I'll call you. Hat er sie mir jetzt gegeben oder schickt er sie mir jetzt noch zu? Er hat sie mir gegeben. 44. Stufe 11. Wir können maximal bis Stufe 80 upgraden, ne? 18. 80. Okay, da kann man nur einen Mod drauf machen. Aber da könnte ich jetzt zum Beispiel auch zwei Mods drauf machen. Die Waffe ist eh kacke. Nehmen wir sie mal. Nehmen wir die beiden. Die benutzen wir doch eh nicht, sind wir ganz ehrlich. Und es nervt mich, dass ich auf. Wenn ich auf den Knopf hier drücke, dass ich immer zwischen vier Waffen wechsle. Kann ich das auf der Tastatur gleichzeitig machen? Nein. Ich kann nicht gleichzeitig die Tastatur verwenden. Warum? Ist wahrscheinlich, weil ich nicht im Spiel bin. Oh, Ruf bei Auntie Cleo erhöht. Ich war kurz davor, das Ding zu klauen, ne? Ich habe nicht nachgedacht. Okay. Ich würde sagen, wir rechnen uns jetzt bei den Robotern. Oder wir gucken mal, was wir bei ihm klauen können. Ich kann doch jetzt bei ihm reingucken, oder? Ups. Na gut. Besser als. What do you think you're doing? 784 Bit, wenn du. Okay. Gar nichts. Drecksack. Der hat mich. Wie hat der mich denn bitte gesehen? Ich war schon längst fertig mit meiner Aktion. Und dann kam er an und was?
Arschloch. Okay. Ich glaube, wir sind hier auf der falschen Seite, ne? Ja, wir müssen die andere. Ich möchte mich bei den Robotern rächen. Ich möchte einfach reingehen und alles wegknallen. Allesamt. Schweine. Und dann gucken wir uns weiter hier in der Gegend um. Aber ich glaube, draußen rannten noch zwei Leute rum, ne? Die wir vorher fertig machen müssen. Oh, es ist so schön, zwischen zwei Waffen zu wechseln. Macht mehr Sinn, nur zwei Waffen zu haben. Hier lief irgendwas rum. Bin ich mir sicher. Ich weiß nicht mehr, was es war. Kann sein, dass es Roboter waren, die hier rumliefen. Wir sind anscheinend noch nicht da. Oh, hi. Tick das! Tick dies! Die Waffe ist eigentlich nicht schlecht. Das waren gerade 6 mal 132. Das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge. Ich denke, wenn wir bei zwei Waffen bleiben, bis maximal drei Waffen, aber vier Waffen ist mir einfach zu viel. Kann da nicht richtig hin und her switchen. Ja gut. Gehen wir rein und verballern wir unsere Munition. Korrosionsschaden müsste rein theoretisch gut gegen Roboter sein. Also wenn man von der Logik her darüber nachdenkt. Da ist man einmal auf Klo und schon denkt die Kamera, ja gut, dann schalte ich mich mal ab. Das war ja komisch. So, gucken wir mal, wie gut der Korrosionsschaden gegen die Roboter ist. Oh, Büroschlüsselkarte, nice. Das scheint ziemlich warm da hinten zu werden. Das ist mir aber herzlich egal. Ich will nur klauen. Ich bin nur hier, um zu klauen. Und Rache zu nehmen. Plasmagewehr. Wieso hast du zwei verschiedene Waffen? Ich bin doch hier der Typ mit den zwei verschiedenen Waffen. So, Korridortür. Okay, Korridortür entriegelt. Gemäß Protokoll wird der Zutritt unberechtigten Personen in den Aufzeichnungen von Abteilungsleiter Crane A vermerkt. Von Porter A. Wir brauchen einen neuen Code für die Waffenkammer in der Lagereinheit. Nimm was Kompliziertes, damit Orson nicht wieder reinschleicht. Und schreib ihn diesmal nicht auf. Nutz dein Hirn. Wie wäre es damit, in der Reihenfolge, dein Geburtsmonat 1, unsere Wachrationen pro Stunde 2, die Zahl der Unfälle mit dieser dämlichen Kulturverarbeitungseinheit in diesem Monat 3, die Höchstzahl an Millilitern Raptoden Verdauungssäure, wie ein Mensch einnehmen kann, bevor es tödlich wird, 4. Klingt gut, danke. Woher soll ich das denn alles wissen? Oder habe ich den Schlüssel gerade aufgesammelt? Nee, das war irgendwas anderes. Wir werden es finden. Wir sind aber viele, viele tot. Take mein Korrosionsschaden! Ja. Damit kann man leben. Ey, ey, Junge! Chill mal. Take mein Korrosionsschaden! Schön. Das siehst du mal. Kleine Aufnahmepause gemacht und plötzlich funktioniert alles einwandfrei. Irgendwann schieße ich drauf, Leute. Irgendwann, ich schwör's euch. Dann sehe ich ein rotes Fadenkreuz und dann sehe ich einfach nur noch rot und schieße. Dann bin ich tot. Es wird passieren. Eines Tages. Kann man fast schon ausgehen davon. Ich habe jedes Mal den Drang. Ich bin immer kurz davor, den Triggerknopf zu drücken. Und dann denke ich mir, nein, 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 nein. Töte dich nicht selber, Zero. Wie viele hier tot sind? Ziemlich viel Loot. Das gefällt mir. Raptidoden, Roboter, hier war mal. Was? Hallo? Ah, was? Von wo? Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Sorry. Hier war mal richtig was los, ne? Wenn sich hier alles versammelt hat und sich alles gegenseitig umgebracht hat. Seltsamerweise haben nur die Roboter gewonnen. Ich meine, die Menschen hätten sie doch ausschalten können.
Wenn ich eine tödliche Roboter-Einheit entwickle, ne, dann entwickle ich gleichzeitig eine Fernbedienung zum Ausschalten. Also auf jeden Fall eine hübsche Nahkampfwaffe. Der hörte sich größer an, als er ist. Wie sie sich noch bewegt haben, die Schweine. So, was haben wir denn hier? Terminal benutzen, Nachrichten von Crane A. Porter, laut meiner Aufzeichnung ist der 23. Januar dein Geburtstag. Gemäß Protokoll darfst du daher eine 1... Nee, darfst du daher eine, in Klammern 1, 10 Minuten Pause zwischen deinen normalen Patrouillenschichten um 3 Uhr und um 4 Uhr einlegen. Ich hoffe, du kannst an deinem Ehrentag die frische Luft von Terra 2 genießen, die Anticleo großzügig zur Verfügung stellt. 23, ich habe hier nichts zum Aufschreiben, geil. Ich versuche es mir zu merken. 23. Wahrscheinlich muss ich das nicht mal. Angestellten-ID 832420. Angestelltenname Volkova Maria. Projekt unterstützende Verwaltungsbelegschaft. Oh, von Volkova. An alle. Mir geht es auf die Nerven, ständig Knochenreste aus der Verarbeitungseinheit rauszufischen. Das ist jetzt schon das dritte Mal in diesem Monat. Der nächste, dessen Hand in dieser verdammten Maschine hängen bleibt, bekommt eine Verwarnung. Verlierst deinen Arm, weißt du, alles fliegt durch die Gegend. Verwarnung, machen Sie das nicht nochmal. Ja, maximal kann man es nur noch einmal machen. Hey, Mascha, nur so zur Info, im Labor muss mal wieder jemand sauber machen. Potter, weitergeleitet von Crane A. Diese verfluchte Kultivierverarbeitungseinheit hat uns noch einen Finger gekostet. Ich beantrage formell die Installation einer neuen Sicherheitsvorrichtung. Die aktuelle warnt bei Raptidothaut, aber nicht bei Menschenfleisch. Das geht so nicht weiter. Fuck. Okay, wir haben jetzt den Geburtstag. Stand da eigentlich nur der 23. Achso, 23. Januar, okay. Das kann man sich merken, weil es momentan Januar ist. Also für euch wahrscheinlich nicht mehr. Da ist es schon Februar. Willkommen in der Zukunft, Leute. Bringt mir was mit. So, Expertennotizen. Test zur Raptidoden-Flüssigkeitseinnahme. Ziel. Oh Gott. Was? Achso. Ziel. Bestimmung der maximalen Menge von Raptidoden-Verdauungssäure, die von Menschen gefahrlos aufgenommen werden kann, bevor negative Effekte eintreten. Versuchsaufbau. Vorgeschlagener Versuchsaufbau. Zugabe langsam erhöhter Mengen von Raptidoden-Verdauungssäure zu den Abendmahlzeiten zufällig ausgewählter Angestellter und Beobachtung ihrer allgemeinen Gesundheit. Ach du Scheiße. 1 Milliliter, leichte Magenschmerzen, Übelkeit, gefahrlose Aufnahme. 2 Milliliter, leichte Magenschmerzen, extreme Übelkeit, gefahrlose Aufnahme. Gefahrlos. 3 Milliliter, starke Magenschmerzen, überwältigende Übelkeit, teilweise Erbrechen, möglicherweise gefahrenträchtig am Arbeitsplatz. 4 Milliliter, zeitweise Erblindung, häufiges Erbrechen, Subjekt nicht zur Beschreibung der Schmerzen in der Lage, gefahrenträchtig. 5 Milliliter. Symptombeschreibung nicht möglich. Subjekt verschied binnen einer Sekunde. Okay. 23,5. Ich muss mir das merken. Es geht nur mit einem Rap. Nee, das war's hier oben schon. Das ist gutes Zeug. Noch mehr Zeug zum Klauen. Ich bin erstaunt, wie viel man hier wirklich mitnehmen kann. Das ist. So viel konnte ich in Spielen, glaube ich, nie mitnehmen, außer in Skyrim oder so. Ja gut, das sind ja auch Spiele, die. Das sind ja Vorbilder gewesen. Dieses Spiel. Also kann ich schon verstehen. So, was waren eigentlich die anderen Punkte? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, das war ein tiefer Fall.
So, wo war jetzt dieser Computer, der mich darauf aufmerksam gemacht hat? Was ich alles dafür brauche. Oh, das war doch der hier, ne? Also. Also, dein Geburtsmonat. Ah, dein Geburtsmonat. Ach so. Oh. Ah, ich habe Stift und Zettel gefunden. So. Geburtstag. Unsere Wachrationen. Wachration. Dann Unfälle. Unfälle. Und Milliliter. So, zwei Punkte haben wir schon. Das ist einmal die 5 und der 23. Januar. Dann nur noch Unfälle und Wachrationen. Und dann müssten wir eigentlich dahin kommen, wo wir anscheinend hinwollen. Ich weiß nicht, ob wir dahin wollen, aber ist das die Waffenkammer? Wer will nicht in eine Waffenkammer? Na gut, schauen wir uns weiter um. Wo waren wir denn in diesem Gebäude noch nicht? Irgendwo muss ja überhaupt erstmal die Waffenkammer sein. Wenn wir die nicht gefunden haben, ist das Ganze sowieso ein bisschen witzlos, ne? An der Waffenkammer suchen, die nicht existiert. Gibt es sonst noch irgendwelche Türen? Irgendwas, was ich übersehen habe? Nein. War ich hier schon drin? Wow. Ich bin im Kreis gelaufen. Geil. Übergang zu Roseway Garden. Das dürfte eigentlich der letzte Weg sein, wo ich noch hingehen kann. Was? Habe ich irgendwas erreicht? In der Patsche. Rettet Jameson. Bist du Jameson? Oh. Ich glaube, der existiert nicht mehr. Warte, Unfälle. Unfälle, wir hatten was über Unfälle gelesen. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Alles klar. Das war der Geburtstag da hinten. Das sind die Unfälle. Irgendwo muss hier doch noch ein Terminal sein. Wo die Rationen draufständen. Haben wir nicht irgendwas gefunden gehabt mit Rationen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß ja nicht mal, wo diese verdammte Waffenkammer ist. Aber ich schreibe es mir einfach auf, für den Fall, dass ich es finde. Was, vielleicht dieser Ort hier? Nee, es ergibt ja keinen Sinn. Ja, wenn ich keine Waffenkammer finde, finde ich das alles ein bisschen witzlos. Aber ich meine, vielleicht meinen sie auch in einem anderen Gebäude. Kann ja sein. Das ist hoffentlich nicht die Waffenkammer, die ich schon gesehen habe. Also waren wir rumgelaufen. Geil, ne? Hatten wir irgendwo... Irgendwo... einen Raum gefunden mit einem Zahlenschloss? Das hier ist höchstwahrscheinlich nicht die Waffenkammer, ne? Wir haben ja schon mal eine Waffenkammer geöffnet. Ich glaube aber nicht, dass es die war. Ansonsten, ich laufe jetzt hier die letzte Runde. Und wenn ich nichts hier finde, dann kann man immer noch die letzten Zahl raten. Oh! So, alle Angestellten melden sich. Achso, das ist das. Hm.
Zwischen deinen normalen Patrouillenschichten um 3 Uhr und 4 Uhr einlegen. Nee. Eine 1-10 Minuten Pause zwischen deinen normalen Patrouillenschichten um 3 und 4 einlegen. Das sind hier die Wachrationen. Das ist ja wieder was anderes, oder? Ich weiß es nicht. Lass uns mal hier rausgehen und gucken, was passiert. Ich habe auch keinen Raum gefunden, wo wir rein hätten können, also... Versteht ihr? Das ist irgendwie ein bisschen witzlos. Ah, guck mal. Na gut. Aber wir haben ja noch andere Gebäude, ne? Da, Schlepperabschutzstelle, Abholzmaschine. Hier haben wir noch Gebäude. Huch, meine Kamera ist unsynchron. Was ist hier los? Ja, Leute, das war's für heute. Ich habe keine Ahnung, wo diese ominöse Waffenkammer sein soll. Ich habe die Befürchtung, dass die Waffenkammer ist, die wir schon geöffnet haben. Allerdings macht das alles mit diesem Code überhaupt gar keinen Sinn und ich habe keine Ahnung und ich habe auch nicht alles gefunden. Die Wachration, keine Ahnung, was die mir damit sagen wollten. Keine Ahnung. Also vielleicht werden wir da noch irgendwas finden auf diesem Planeten. Schauen wir mal. Bis zur nächsten Folge. Ciao.